Ja, herzlich willkommen hier zu Einfach Köpfe zeichnen oder so ähnlich. Mein Name ist Jacek und wir zeichnen heute 5 verschiedene Köpfe, cartoonartig. Das ist jetzt mein erster Entwurf. Den habe ich da fürs Tutorial gemacht, der gefiel mir nicht unbedingt. Darum fangen wir da neu an. Ich erstelle das Ganze auf dem iPad, damit ich euch die Farben und die ganzen Schritte da verdeutlicht, also deutlich zeigen kann. Zur Anschauung hier haben wir den ganzen Kopf. Das Ganze aussieht. Hier sehen wir, dass das Ohr ungefähr in der Mitte des Kopfes ist, also auf der horizontalen Linie auf der Mitte. Und das Auge liegt etwa weiter oben am Anfang der Nase. Ungefähr dort, wo die Nase anfängt, ist etwa der Mittelteil des Auges. Also von dem aus gehen wir mal los und legen mal 5 ganz freie Formen an. Und da kannst du effektiv für dich entscheiden, machst du die ein bisschen breiter, ein bisschen höher. Ist das ein Ei oder eine Kartoffel? Das ist völlig egal. Das Ganze ist nicht anatomisch aufgebaut. Es ist mehr so eine cartoonartige Herangehensweise, sehr frei. Und das gibt eine gute Basis, wie du Gesichter auf eine Fläche legen kannst, auf eine runde Fläche, und diese dann weiter ausbauen kannst. Ich fange jetzt mal mit dem mit der Mittellinie an, und mit diesem Strich zeige ich schon mal die Sichtrichtung, also die Schaurichtung des Kopfes, wohin die Figur dann blickt und wie sich der Kopf auch neigt. Das ist wichtig, damit ich das immer vor Augen habe. Und da kann man sich auch an der Form orientieren. Man kann sich da inspirieren lassen, wie fällt diese Kugel oder diese ovale Form. Und dementsprechend auch die Figuren ein bisschen ausspielen und variieren. Um das Ganze noch besser, noch deutlicher zu machen, zeichne ich den Mittelpunkt ein. Die beiden Mittelachsen. Und hier die Mittelachse, damit ich danach weiß, wo dann ungefähr vielleicht der Hals herauskommt. Und um die Neigung des Kopfes besser zu verstehen. Das kann schon hier ist nicht ganz einfach, weil man muss schon die ganze runde Form antizipieren, wie das auch nach hinten verläuft, wie rund ist das überhaupt, diese Form. Aber das hilft dir auch, mit dieser Form warm zu werden, diesen Kopf besser zu verstehen. Und je besser die Basis ist, desto einfacher wirst du es haben, dann später auch ein Gesicht oder eine Figur daraus ableiten zu können. Diese beiden Mittellinien musst du vielleicht nicht unbedingt zeichnen, aber ich mache das jetzt hier, damit das effektiv auch wirklich deutlicher wird. Ich zeichne auch die Linie nach hinten ein bisschen gestrichelt, dass man auch das Volumen ein bisschen wahrnimmt. Oder wie rund ist effektiv dann dieser Kopf. Die ganze gestrichelte Linie brauchen wir dann nicht, aber jetzt nur hier als Orientierungshilfe ist das gedacht. So, jetzt schauen wir uns mal an. Jetzt gehen wir die Mitte an, und hier sehen wir, die Nase verläuft etwa in der, also ja, die Mitte der Nase ist auch die Mitte des Kopfes, und diese zeichnen wir jetzt ein. Auch hier könnt ihr dann effektiv frei sein, wo ihr die Mitte haben möchtet, aber orientiert euch da an der Blickrichtung. Und es ist ziemlich klar, wo die Mitte ist. Wichtig ist hier, dass wir auch hier diese Rundung aufnehmen. Es ist vielleicht nicht so einfach, aber es ist auch hier sehr essentiell. Diese horizontale Mittellinie und die vertikale Mittellinie sind zentral bei dieser Zeichnung, bei dieser Herangehensweise und fürs Verständnis. Wenn ihr dann später vielleicht solche Gesichter oder solche Köpfe zeichnet, dann macht ihr das eher dann automatisch, oder ihr macht das wirklich nur sehr, sehr skizzenhaft, nur andeutend, und ihr müsst dann wirklich nicht alle Schritte und alle Linien und alle Winkel dann zeichnen, sondern einfach wirklich nur die Bereiche einzeichnen, die man dann effektiv sieht, und den Rest kann man dann antizipieren. Ich betone hier nochmals die beiden Linien, damit wir wirklich sehen, wo das Gesicht zusammenkommt, hier in der Mitte.
Jetzt lege ich die Nase auch dementsprechend an. Hier können wir uns ein bisschen nach dem Kopf richten, also ist der Kopf langgezogen oder breit. Da können wir auch die Nase dementsprechend zeichnen. Ist der Kopf lang, dann ist die Nase auch lang. Ist der Kopf breit, ist die Nase vielleicht breiter. Das wäre so die natürliche Sicht oder Anwendung der Dinge. Und natürlich könnt ihr das auch gegenteilig machen. Ein schmales Gesicht mit einer breiten Nase. Da seid ihr ja ziemlich frei jetzt bei dieser Version. Einfach, dass es hier ein bisschen glaubhafter ist, versuche ich mich an den regulären Proportionen zu halten. Und ja, wie gesagt, die Nase liegt ungefähr in der Mitte, also oben und unten sind ungefähr gleich lang. Jetzt hier könnt ihr auch natürlich dann die Neigung ein bisschen mitnehmen, unbedingt sogar. Und da kann man dann schauen, wenn das Gesicht sehr geneigt ist, dann findet eine gewisse Verkürzung statt im Bereich, wo dann nach oben herausgeht oder nach unten herausgeht, ist dann dementsprechend dort die Verkürzung. Aber das könnt ihr natürlich dann auch ein bisschen fälschen oder abändern, dass die Nase dann effektiv dann runterhängt oder auch unten größer ist, als sie sein sollte. Aber hier versuche ich das mit einem 0815 Modell darzustellen. Einfach, dass die Köpfe effektiv unterschiedlich geformt sind und dass ihr da seht, dass das effektiv für jede Kopfform so funktionieren kann. So, dann zeichne ich jetzt mal bei jedem Kopf die Nase ein. Und bei diesem fünften ist ein bisschen die Sichtrichtung, habe ich die Blickrichtung ein bisschen falsch eingezeichnet mit dem Pfeil. Das sollte mehr nach oben gehen. Aber ja. Wir haben ja die Mittellinien, die uns den Weg weisen und an diesen sollten wir uns immer orientieren. Das ist ganz wichtig. Ihr könnt auch so einen Stein nehmen aus dem Garten und diesen vielleicht mit diesen Linien einzeichnen. Das hilft vielleicht dann ziemlich gut. Dann seht ihr auch effektiv, wie später dann horizontale und vertikale Linien dann fallen. Okay, jetzt zeichnen wir die Linien der Nase nach. Des Dreiecks und hier wird es nochmals schwierig, weil die Linie verläuft quer über die Form und wir nehmen trotzdem diese Rundung auf. Das ist ganz wichtig und auch diese Horizontallinie unten, da wo dann die Nasenflügel sind, die zeichnen wir auch ein. Und jetzt haben wir schon drei Bereiche definiert. Links, rechts sieht man schon ungefähr die Mund- und die Augenflächen, wo sie sein werden. Das kommt dann in einem weiteren Schritt und hier wirklich dann die Neigung aufnehmen und auch hier schauen, dass man links und rechts, dass die Fläche richtig verteilt ist. Bei der Nase unten haltet euch an der Mittellinie, an der horizontalen Mittellinie, dass ihr den Winkel richtig hinbekommt. So, und jetzt bei diesem Gesicht, das ziemlich nach oben schaut, ist die Neigung unten eine viel größer als oben. Aber auch hier die linke und die rechte Seite, dass die optisch mal stimmen, dass die Seite, die zu einem schaut, dass die natürlich dann mehr Raum einnimmt und die weggewandte Seite dann weniger Raum hat. Jetzt bei diesem schlanken Kopf haben wir natürlich weniger Flucht nach oben. Ja, es gelingt vielleicht nicht immer, aber ja, das ist ungefähr stimmt. Weil das sind dann die Flächen, wo ihr dann die Augen einfügt und da könnt ihr dann später schauen, wie groß oder ja, welche Form überhaupt die Augen haben sollen, wie sie verteilt sind. Sind sie nah beieinander, nah bei der Nase oder eher weiter weg? Und das gibt euch ungefähr so einen Radius, wo ihr dann die Augen platzieren könnt. Und jetzt beginnen wir mit den Augenpartien und auch hier zeichnen wir mit einem ungefähren Kreis die Flächen ein und wir bleiben in den grünen Bereichen. Also da könnt ihr effektiv ganz ausholen, aber ich zeichne es ungefähr so, dass es ja optisch Sinn macht. Auch hier, ob ihr jetzt mit dem Mund, also mit der Mundpartie ganz nach unten geht oder einfach
ziemlich weit oben bleibt, bleibt euch überlassen. Aber das ist so mal nicht nur diese Partien, also die Bereiche einzeichnet, wo ihr dann das Auge habt, sondern euch mal auch visuell aufwärmt, wie das Ganze dann schlussendlich wirken sollte, also das Gesicht wirken sollte. Großes Auge, offenes Auge, breites Auge, schräges Auge, eben nah beieinander, weiter auseinander, das ist dann euch überlassen. Aber so haben wir schon mal die Flächen definiert und sehen ganz deutlich, wie sich das da verhalten sollte. Jetzt sehen wir hier nochmals, wie das Auge liegt. Also wirklich, das Auge ist der Mittelpunkt ungefähr am Anfang der Nase. Also dort, wo die Nase beginnt, bei Strich A. Und das zeichnen wir jetzt auch ein hier. Genau, ich mache nochmal eine Mittellinie und zwar auf Augenhöhe. Die könnt ihr natürlich auch verschieben. Also die muss jetzt nicht unbedingt in der Mitte sein. Kann dann, je nach Modell, je nach Figur, aber als Beispiel wäre das so die Grundstruktur eines Kopfes. Wenn wir uns die Anatomie ein bisschen zu Herzen nehmen und ungefähr die Sachen auch dort platzieren, wo sie auch effektiv sind, dann kann die Figur, so fantasievoll sie ist, immer noch sehr glaubwürdig wirken, weil wir halt Bekanntes abrufen und dementsprechend diese Sachen auch mit dem Bekannten vergleichen. Und ist ja nicht ein Auge weiter unten, ein Auge weiter oben, das wird dann sehr komisch. Darum sollten diese beiden stimmen. Jetzt das Ohr, das liegt hinter der Mittellinie, Mittelachse, und horizontal ist es wirklich in der Mitte des Kopfes, darum zeichne ich jetzt diese nochmals ein. Jetzt sehen wir hier, das ist, dort treffen sich die Linien auf der Seite, das ist die Mittelachse, jetzt ziehe ich die hoch und dann haben wir hier die Mitte des Kopfes, dort wo man es sehen kann, auch hier ungefähr, so. Und hinter diesem Punkt, dort wo sich die zwei Linien schneiden, liegen dann die Ohren. Genau, hier auch. Oben haben wir den Mittelpunkt, dann ziehen wir runter. Hier treffen sie sich und dann kommen sie hier zusammen. Dann haben wir hier den Mittelpunkt des Kopfes auf der Seite. Und jetzt zeichnen wir nochmals die Ohren ein, beziehungsweise die Fläche, wo die Ohren hin sollen. Und auch hier können wir bestimmen, wie groß sollen die Ohren sein, effektiv in der Mitte, also das Oval ist in der Mitte. Die sind ja abstehend. Die Ohren, die können wir ein bisschen mehr oder weniger abstehend machen, ein bisschen breiter, ein bisschen länger. Auch hier orientiert euch an der Kopfform, dass das auch glaubwürdig ist, wenn das nötig sein sollte. Und aber da könnt ihr effektiv auch spielen, also wirklich so ein Bärchenohren machen, die effektiv abstehen, oder ganz, ganz große Ohren. Je nach Figur ist das dann dementsprechend passend, ist das eine ältere Person, dann sind die Ohren auch größer, weil die Ohren und die Nase, die hören ja nicht auf zu wachsen bis ins Alter, die bleiben, der Rest bleibt dann, darum haben ältere Menschen auch größere Ohren und größere Nasen. So, jetzt haben wir die Mittellinie des Auges und jetzt platziere ich das Auge ungefähr dort, wo ich es haben möchte. Ich habe jetzt mal ungefähr die Mittellinie genommen, wo es sein sollte. Und das ist nicht die Pupille, die ich da einzeichne, sondern effektiv das Auge, also das runde Auge. Und darum ist es immer in der Form selber drin, also es schaut nicht irgendwie aus der Figur heraus, aus dem Kopf heraus. Ich mache mal hier eine Probezeichnung, also hier das runde Auge, hier die Pupille. Und dann kommen die Lider, ungefähr so, die zeichne ich dann später ein. Aber hier geht es wirklich nur um die runde Form, wo ungefähr das Auge liegt. Und die Pupille und die Augenlider, die zeichne ich dann später drüber. Und so können wir schon mal die Augengröße bestimmen und die Augenposition. Ich habe es jetzt eben gemerkt im Nachhinein, dass ich die Augengröße ein bisschen zu klein gezeichnet habe. Die hätten ab und zu ruhig größer sein können, aber das macht nichts. Und wie gesagt, das ist wirklich nur eine Blaupause,
Eine grobe Skizze, also ebenso nicht rausgehen, sondern das Auge ist immer im Kopf drin. Wie gesagt, das ist nur eine Blaupause und wenn wir dann später wirklich das Gesicht drüber zeichnen, dann sehen wir schnell mal, wo was funktioniert, wo was korrigiert werden sollte. Also auch hier diese Technik ist mehr so, um das Ganze zu begreifen, um das Ganze zu, ja, visuell zu begreifen. Und später dann, wenn ihr so etwas zeichnet, dann zeichnet ihr nur die Aspekte, die man sieht. Es muss ja nicht korrekt sein, es muss ja nur glaubwürdig sein. Und jetzt zum Mund. Ich habe jetzt hier mal so drei Partien definiert, also oberer Strich, unterer Strich. Der Mund befindet sich eher im oberen Drittel als im unteren Drittel. Also ist ziemlich nah bei der Nase. Und das könnte auch hier variieren. Das ist, dass man die Figuren vergleichen kann, habe ich sie überall gleich eingestellt, dass die Lippen effektiv im ersten Drittel anfangen und der Rest wird dann das Kinn sein. Und auch das Kinn kann man dann wirklich lang ziehen oder speckig machen oder breit machen oder gar kein Kinn zeigen. Auch hier ganz frei, je nach Figur. Und hier sehen wir schon, wie die Figur langsam Gestalt annimmt, also Figur, wie das Gesicht langsam Gestalt annimmt und wir langsam auch eine gewisse Geschichte um das Gesicht entwickeln. Jetzt bei den Augen kann man sagen, okay, jetzt zeichne ich ungefähr die Pupillen ein. Aber das würde ich jetzt noch nicht machen, sondern das kommt dann später, weil die Blickrichtung stimmt. Vielleicht so nicht, wenn wir das so angehen, sondern die würde ich dann später einzeichnen. Aber die Augenpartie ist effektiv etwas ganz, ganz Wichtiges. Und ich sage mal, wenn die Augenpartie daneben ist, ist der ganze Kopf eigentlich ja für nichts. Und darum lasse ich das mal sein, gehe weiter mit der Nase. Und ja, die können wir wie so aus diesem Dreieck heraus modellieren. Da kann man schon mal sehen, ja, ist es eine flache Nase, eine Stupsnase oder eher eine breitere oder eine dickere, voluminöse Nase, die da wirklich heraussticht. Und viel muss man da nicht machen. Das genügt, wenn man ein bisschen das Volumen andeutet. Also auch je nach natürlich Betrachtungswinkel sieht man dann die Nase effektiv oder man sieht sie dann ein bisschen weniger. Jetzt hier ein bisschen leicht von oben seitlich, da ist sie vielleicht überhängend, also jetzt bei dieser Figur habe ich jetzt extra eine große Nase gezeichnet, um das sichtbar zu machen. Aber es ist so wie, als würdet ihr das Dreieck ja wie aus einem Ton ein bisschen herausnehmen, mit einem Magnet ein bisschen herausziehen und die Formen so ein bisschen anmodellieren. Auch die Nase ist ziemlich frei zu zeichnen, also da kann man Klumpen zeichnen oder nur einen kleinen Strich, da müsst ihr gar nicht so viel machen. Jetzt bei der Untersicht sieht man natürlich auch die Nasenlöcher, kommt man nicht drum herum. Aber ist nicht so eine einfache Form, die Nase, vor allem mit Licht- und Schattenwurf. Und darum würde ich da empfehlen, bei der Nase eher weniger zu zeichnen als zu viel und hier wirklich nur anzudeuten. Aber eben, das hängt ganz von der Figur drauf ab. Da kann man auch bei der Nase ganz viel Charakter reinzeichnen, Geschichten auch mit der Nase erzählen. Eine Schnapsnase zum Beispiel, die sieht ganz anders aus als eine Kindernase. Da sind Welten dazwischen. Ein böser, also ein grober Charakter mit Stupsnase, hat auch eine andere Wirkung als mit der klassischen Boxernase vielleicht. Also auch hier, die Nase sollte zum Charakter passen, wenn ihr den Charakter ein bisschen akzentuieren wollt. Okay, zeichne jetzt mal die Augen. Jetzt zeichne ich hier mit den beiden Punkten ungefähr, wo die Lider anfangen und aufhören, also oben unten. Das ist jetzt das Auge und die Pupille. Und die beiden Punkte sind dann die Lider, also der Anfang und der Schluss. Ich weiß nicht, wie man das nennt, aber ja, ungefähr so soll es aussehen. Und ganz wichtig hier haben wir nochmals die Wölbung des Kopfes. Auch hier, wenn der Kopf nach oben schaut, ist vielleicht das untere Lid ein bisschen flacher, das obere ist dann runder. Also ist eine ganz kleine Nuance, aber macht einen ganz, ganz großen Unterschied, weil eben es sind die Augen und wenn die falsch, also falsch sind, nicht unbedingt überzeugend gezeichnet sind, dann
fällt das ziemlich schnell auf. Aber so mit diesen beiden Punkten seid ihr da gut bedient und könnt wirklich dann später dann schauen, sind die Augen weiter offen, sind sie aufgerissen, sind sie zugekneift. Aber da habt ihr wenigstens die beiden Ankerpunkte, wo ihr die Lider dann bewegen könnt. Und ich habe jetzt so viele Striche da auf dieser Zeichnung und da sieht man das noch nicht ganz genau und ich sehe auch noch die Fehler noch nicht da drin, aber das werden wir dann ausblenden. Wenn ihr jetzt da nicht mit digital arbeitet, vielleicht auf einem Blatt Papier, da könnt ihr vielleicht eine Leuchtunterlage nehmen und mit Licht arbeiten, das Ganze durchpausen oder mit Pauspapier, Architektenpapier, wo das Ganze ein bisschen Transparentpapier natürlich, wo das Ganze ein bisschen transparenter ist und euch so Stück für Stück an das Gesicht herantasten. Und jetzt, was ich in dem gesamten Prozess nicht gemacht habe, aber was man machen sollte, fällt mir jetzt gerade auf, ist diese ganzen, also später auch, wenn die gezeichnet sind, die Gesichter, dass man sie spiegelt. Und da siehst du ganz, ganz schnell, ob das Gesicht stimmt und wo die Schwachstellen sind, wo es noch effektiv Korrekturen braucht. Das ist ein ganz einfacher Trick, aber macht irrsinnig viel aus. Also wirklich spiegelt die Vorlage, wenn ihr das könnt. Oder stellt einen Spiegel nebendran und macht einen Spiegeltest. Dann seht ihr im Spiegel, wie die Zeichnung wirkt. Und könnt dementsprechend im Spiegel dann korrigieren, also auf den Spiegel schauen und die Zeichnung dann blind, sage ich mal, korrigieren. Aber so habt ihr auf jeden Fall diese beiden Sichtwinkel und das Spiegelbild ist wirklich Gold wert. Das wirkt dann wie eine andere Zeichnung und hilft euch ungemein, eure Zeichnung zu verbessern. Also das habe ich jetzt hier vergessen zu spiegeln, aber macht das mal. Auch bei Skizzen, bei Thumbnails, bei kleinen Scribbles ist das sehr zu empfehlen. Genau, jetzt beim Mund, da kann man dann auch schauen, ja, betont der Mund die Figur? Ist es ein Kinderkopf? Figur, ich sage immer Figur, dabei ist es nur ein Kopf. Ist es, wobei ich habe immer die Figur im Kopf, wenn ich jetzt den Kopf zeichne, sehe ich auch die Figur dazu. Darum ist es so ein bisschen ein und das Gleiche für mich hier. Aber da kann man mit den Lippen kann man auch natürlich den Charakter akzentuieren und ein bisschen verdeutlichen. Und auch hier seid ihr frei, breite Lippen, große Lippen, schmale Lippen, Schmolllippen und so weiter. Also probiert aus, was möglich ist, was euch eher liegt, was euch ja, Spaß macht, an was ihr mehr interessiert seid. Und probiert auch Sachen aus, wo ich vielleicht nicht in den Sinn komme und wo ihr vielleicht findet, ja, nein, da bin ich nicht stark oder ja, das möchte ich gar nicht zeichnen. Probiert das trotzdem aus, um auch mal zu schauen, wie eine ganz andere Form funktionieren würde. Einfach mal als Vorschlag. Und jetzt werde ich auf diese Zeichnung, auf diese Skizze dann effektiv das Gesicht drauflegen, den ganzen Kopf drauflegen mit den Haaren und mit dem Halsansatz. Und da seid ihr frei jetzt, ob jetzt das Oval nachzeichnet oder eher ein kantiges Gesicht zeichnet. Ihr könnt auch hier ein bisschen die Muskulatur des Gesichtes aufnehmen. Wie jetzt hier zum Beispiel die Unterlippe. Zeichne ich jetzt ein Kinn rein oder betone ich die Nase noch ein bisschen mehr. Dann seht ihr da, wie das kommt und wie sich die Figur da entwickelt. Die Augenbrauen kommen natürlich dazu. Und Falten, vielleicht irgendwelche Pickel oder sonstige Hautunreinheiten oder Besonderheiten, könnt ihr jetzt da alles einbauen. Und das Gesicht wird natürlich nie authentisch wirken oder anatomisch korrekt, weil es ist ja auch nicht anatomisch aufgebaut, sondern es ist wirklich so eine Cartoon-Vorlage, eine ganz schnelle Scribble-Vorlage, dass man ungefähr das Gesicht reinkriegt. Und den Kopf könnt ihr dann später noch vielleicht ausbauen mit den Haaren, mit dem Hinterkopf, dass der noch runder, noch voluminöser wird nach hinten. Jetzt je nach Stellung sieht man das oder sieht man das auch nicht.
Und ich denke mal, wenn die Figur schon mal, also wenn der Kopf schon mal steht, der Winkel, ich tue das mal ausschalten, so sieht das aus. Fürs Erste okay, aber mit den Augen bin ich nicht zufrieden. Die sind mir noch ein bisschen zu nah. Aber das korrigiere nicht, aber ich verstecke das ein bisschen in den Schatten drin. Wie gesagt, es muss ja nicht korrekt sein, es ist ja nur, dass man das ein bisschen so, dass man einen Charakter hinbekommt. Aber es, ja, sieht ganz anders aus als die Vorlage. Das ist Scribble, der Ballon hier. Und hier mache ich vielleicht einen Jungen draus. Auch hier die Haare, wenn ihr Haare zeichnet, ich bin nicht so der sehr gut geübte Haarezeichner, liegt mir jetzt irgendwie gar nicht. Aber probiert die Haare wie ein, ja, wie ein Volumen darzustellen, also nicht Strich für Strich, sondern als wäre so ein, sagen wir, ein Handtuch auf dem Kopf, das sich wölbt. Also wirklich etwas Voluminöses und Festes. Und geht dann von den vollen Formen langsam rüber zu den Details, also zu den Haaren, die vielleicht dann runterfallen, einzelnen Strähnchen und leichten Abschnitten, und aber fängt mit einer vollen Form an. Klar hängt das von der Figur ab und von der Frisur, aber wenn ihr ein Volumen hinbekommen möchtet, dann sieht es an, als wäre so ein Tonklumpen auf dem Kopf, den man da ein bisschen herausformen sollte später. Beim Hals, dann könnt ihr auch dann dementsprechend dem Charakter anpassen. Ist das ein dicker Hals oder ein dünner Hals, ein langer, ein kurzer Hals? Aber ein bisschen Hals sollte schon sein, damit der Kopf nicht ganz so angeklebt aussieht. So, jetzt haben wir schon mal die ersten, sehen sehr unterschiedlich aus. Und wie ihr seht, hier die Augenpartie ist sehr, sehr markant. Da kann man sehr viel kaputt machen oder auch schnell mal etwas korrigieren, wenn es nicht funktioniert. Vor allem digital ist das schnell gemacht. Auf jeden Fall, wenn etwas vielleicht nicht unbedingt stimmt, versucht es nicht kompliziert zu korrigieren, sondern lasst es eher stehen und geht dann weiter. Und dann kann man immer noch zurückschauen und sagen, ja, passt mir hier leicht viel. Hier noch nicht oder dort noch nicht, mache ich da eine kleine Korrektur, aber dass man da nicht das tot korrigiert. Ja, jetzt merke ich, hier bei dem Auge habe ich es auch ein bisschen verkackt. Am rechten Auge sieht nicht unbedingt schön aus, und später werde ich das dann sehen, dass die Figur nicht unbedingt gut kommt. Da wollte ich etwas Originelles machen mit einem Zauberhut, vielleicht so ein Zauberer oder ja, eine spezielle Magic-Figur, was auch immer. Ist jetzt nicht unbedingt gelungen, ist mir hier nicht gelungen, weil ich den Kopf zu wenig voluminös, also den oberen Kopf zu wenig voluminös gezeichnet habe, beziehungsweise die Haarpartie, also die Haarpartien, das ist wirklich so ein Ding, wo ich verbessern sollte. Es ist auch mehr so eine Daddelübung, eine Scribble-Übung, ob das dann ihr dann später so anwendet, könnt ihr ja selber bestimmen, aber so an ein Gesicht heranzugehen, ist es eine valable Möglichkeit und ist nicht kompliziert. Da habt ihr schnell mal ein Oval gezeichnet, Mittelachse hoch und quer, die Nase rein, Querstriche rein, Augenpartie ungefähr, in der Mitte ist das Ohr, Anfang der Nase sind dann die Augen, und dann im ersten Drittel unterhalb der Lippen, der Nase sind dann die Lippen und so weiter. Habt ihr dann so dass die Grundstruktur dann von einem Gesicht getroffen, und dann kann man dann von dort aus weitergehen. Ja, ihr seht es ja, diese Figur, also dieser Kopf ist jetzt, bin ich nicht unbedingt Fan davon, nicht so gelungen. Gut, bleiben noch zwei. Es ist noch ganz speziell, wenn man Augen zeichnet und nur einen kleinen Winkel verändert bei der Augenpartie,
oder nur einen Millimeter das Auge nach links zeichnet und nach rechts zeichnet, wie falsch das Ganze dann wirken kann. Das ist mir jetzt auch bei dieser Figur bewusst geworden. Hier sehe ich jetzt das noch nicht. Erst wenn ich die Vorzeichnung dann ausblende, wird es dann sehr offensichtlich. Aber wenn man dann analog zeichnet und das Ganze nicht ausblenden kann, hilft es, wie gesagt, das Ganze zu spiegeln. Dann siehst du es sofort und das fällt dann aus irgendeinem Grund fällt das sofort auf und hilft dir so effektiv die Fehler dann, ja, die Fehler nicht, aber die Missgeschicke zu korrigieren, die Figur dann noch besser zu akzentuieren, zu zeichnen, den Ausdruck noch besser zu treffen. Weil mit der Vorzeichnung, mit der Vorskizze ist oft so, wenn man Vorskizze macht, ganz viele Striche drin hat, so Suchstriche und Andeutungsstriche und dann mit starkem Strich dann die finale Figur drüber zeichnet, sieht das immer so sehr, sehr spannend aus, weil das Auge hat viel zu entdecken und anzuschauen. Aber wenn ich das Ganze jetzt hier wegschalte, dann zack, sehe ich nur die falschen Augen. Und das geht gar nicht so. Der Rest ist okay, aber das linke Auge hier, das passt überhaupt nicht. Und jetzt habe ich auch gemerkt, dass ich die Augen oft zu nah gezeichnet habe. Ich hätte mich mehr wirklich an der Mitte des blauen Ovals orientieren sollen. Also nicht zu nah an die Nase heran, sondern wirklich ein bisschen weiter weg. So, jetzt ist das Auge korrigiert. Schon ein bisschen besser, ja. Schon ein bisschen besser. Ja, eben so kleine Details sind es in der Augenpartie, die das ganze Gesicht dann wirklich ruinieren können oder eben retten können. Und da mache ich jetzt da ein Kind raus mit Locken, weil die sind einfach, die kann ich dann relativ einfach. Und auch hier, wenn wir die Augen zeichnen, auch hier die Augenlider dementsprechend mit der Form mitnehmen, also mit der Perspektive, dass die unten wirklich da die Pupille anschneiden und oben dann wirklich rund, also die rund sind, wenn es nach oben schaut. Und hier kann man sich dann effektiv an der Vorzeichnung orientieren, ob man da noch ein bisschen die Muskeln zeichnet oder ein bisschen Charakter reingibt, ein bisschen eine Kante reingibt oder noch eine Falte reingibt. Oft sehe ich dann Zeichnungen, die dann das Kinn ganz stark betonen und hier einen Schattenwurf, aber das ist eine ganz mühsame Stelle hier, wenn der Kopf nach oben schaut und dann haben wir die Kinn- und die Halspartie, die verbunden sind und dann zeichnen einige Leute dann wirklich so einen Strich, wo das Ganze dann akzentuieren soll, ein bisschen zeigen soll, okay, schau mal, hier ist das Kinn und hier ist der Hals und das sieht dann so extrem falsch aus oder so. Gemusst, sage ich mal. Ja, und danke fürs Zuschauen, das war's. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es mir gerne in die Kommentare, gerne ein Like da lassen, dann mache ich mehr solche Videos und wir sehen uns beim nächsten Video. Danke, mach's gut, auf bald. Bye, bye.